Doc mentioned the gold saucer, right? As in the amusement park, where every day is a holiday? We're going, right? I mean, we have to. Yuffie, this isn't a vacation. Yeah, yeah. Weird mumbling guys. Got it. Oh, man, this is gonna be so much fun. Tom's got a ropeway that'll take us straight there. It's not far. If we're doing this, let's just do it. Oh, don't mind Rolf here. He's just a bit worked up is all. Wait, do you play Queen's Blood? Rolf gets really excited whenever he senses a skilled player nearby. You may find this hard to believe, but he's the world's only canine competitor. And he's pretty good, too. He's saying he wants to go around with you. Well, you game? A sore loser, but you got to admit, he's pretty good, right? Amazing, even. Rolf is actually scheduled to make his television debut. They're doing a special on animals who can play Queen's Blood. And once we get famous, we can finally kiss this town goodbye. We got this, right, Rolf? I play for keeps, you'll see. And when we're through, I'll be keeping all your gil. What are you looking at? If you've got something to say, then spit it out. Just know that I'm such a badass that even Beck and his bitches couldn't handle me. Kick me out of their stupid little gang. That's right. You're standing face to face with the legendary Biff. You shaking in your boots yet? Oh! Tough guy, huh? Respect. But it seems to me like we got no choice but to settle this with a game of Queen's Blood. And if I whoop your ass, you gotta give me 7 whole gil! Thank you.
did I lose? Ugh. Wanna know a secret? Truth is, I bailed from the bandit life because I just couldn't hack it. So I figured I'd turn over a new leaf and become a Queen's Blood player instead, but turns out I'm no good at that neither. You gotta tell me, what's the trick, man? How do I get your kind of skills? What, don't like handing out free advice or something? Only a real cheapskate would charge for that shit, asshole. Well, better hang on to that gill of yours, because next time we meet, I'ma take 7 off you for sure. Don't like what I saw. How may I be of service to you? Would you care to share a performance with me? Mellifluous melodies are all the more pleasing when played on the piano. Thank you for sharing such joy with the world. I hope you will enchant us with even more splendid performances in time. Ich heiße euch herzlich willkommen zurück, Leute, bei einer neuen Folge hier bei Final Fantasy VII Rebirth. Ich weiß, die Begrüßung ist jetzt ein bisschen weiter im Part, ne? Weil ihr habt ja jetzt gerade eben 2 Queen's Blood Matches gesehen und ihr habt gesehen, wie ich Barrett's Theme auf dem Piano S-Rang geschafft habe. Und jetzt machen wir hier in Coral weiter. Ich denke, wir werden uns jetzt um die Sidequests kümmern, da es jetzt Sidequests gibt. Ich weiß immer nicht, wie ich hier wegkomme. Ah, hier lang. Okay. Einfach nochmal runterspringen und dann nochmal hoch. Aber ich habe noch eine Truhe gesehen, off-cam. Und zwar, die ist hier oben auf der Klinik. Genau, hier und dann hier, genau. Die habe ich off-cam entdeckt. Was ist da drinne? Ein Elixier nehmen wir gerne mit.
Okay, dann fangen wir gleich mal mit der Sidequest an, um nicht zu viel Zeit zu verlieren. Figured you'd have moved on by now. Glad you're here in any case. I got a situation. See for yourself. We have one of your rogued men. If you want him back, it will cost you 1 million gil. Agree to the terms, and we'll take care of the rest. What's this? Beats the hell out of me. Guess some fool got it in their head I was making money off my research. You gonna pay up? Look at this place. Can barely afford bandages, never mind a ransom. Only option is to save the man myself, or hire the right merc to save him for me. Or the right merc's friend, to be more precise. Who better to hunt down a criminal than someone who's got a nose for tracking? One finer than any human could ever possess. Well, I can't argue with you there. That was easy. So where do we start? Was will ich zuerst machen? Nach Augenzeugen fragen, den Brief untersuchen, mehr über den Mann in Schwarz erfahren? Ja, mehr über den Mann in Schwarz erfahren macht nicht wirklich Sinn, die sind alle gleich. Obwohl, die haben ja alle eine andere Zahl auf dem Arm, aber das bringt uns ja auch nicht viel. Augenzeugen könnten wir fragen oder wir untersuchen einfach den Brief. What you see is what you get. No hidden codes, ciphers, nothing. But hey, you're the detective. Well, I'm glad one of us is enjoying this. Cloud, the letter, if you don't mind. There's a strong scent, but cologne, perhaps? How about that? Picked up the trail already. Which reminds me. There's a compound in our rogue friend's sweat that glows when exposed to this light. Just hope it helps some. Was, die Taschenlampe ist effektiv gegen die Schwarzkutten? Bitte was? Zeig mal bitte. Da oben. Eine Taschenlampe, die Ausdünstungen von Schwarzkutten zum Fluoreszieren bringt. Was ist denn das für ein deutsches Wort? Naja, egal. Ist euch aufgefallen, dass Dr. Sheeran gesagt hat, der Typ möchte 1 Million Gil, aber unten in den Untertiteln stand 10.000 Gil. Keine Ahnung, was da für ein Fehler war. Follow me, Cloud. You can actually smell them? My olfactory sense is 7,000 times more sensitive than yours. Bodily secretions are as distinct as any perfume. A single sniff of a person's clothing is enough for me to locate them. Though there are a number of competing smells through which I must sift. Huh. What do I smell like? Like a man who's killed his fair share of fiends, I suppose. Like blood and shit, then? Not literal shit, no. Das war ja auch eine lustige Unterhaltung. So, wir sollen jetzt Red folgen. Wo sind wir denn jetzt gerade? Draußen in der Wüste schon, oder was? Ja, sieht so aus. Dann folgen wir einfach mal Red, der weiß Bescheid. Der Brief riecht nach Parfüm. Sind hier Gegner? Tatsächlich? Ein Land, wo wir brauchen Eis. Ey, was ist das denn für ein Drecksvieh? Gib mir Yuffie wieder. Ich mag sie zwar nicht so sehr, aber kein Grund, sie mir komplett wegzunehmen, du Miststück. Just in case. You're dead. It's on you. Ready when you are. Was ist das für ein Drecksvieh, ey?
Was ein Mistvieh. Wir folgen einfach mal Red weiter. Oh. Alter, ist das grill. Links war was, aber wir folgen einfach ihm. Schon wieder Gegner. Oh, eine Chimäre. Die Chimäre hatte früher einen sehr overpowerten Enemy-Skill namens Aqualung. Schlangenbiss. Nach dem Einsatz von Wasserodem wird sie schockanfällig und schwach gegen Feuer. Habe ich den anderen jetzt auch analysiert? Nein, den Sandspeier muss ich auch nochmal analysieren, weil der weg war. Gerade eben. Schnell. Der ist schon wieder weg. Dieses blöde Mist, die war schon wieder weg. Ist der jetzt da? Ja. Schnell analysieren. Wirksames Eis. Ich will nicht vor diesem Drecksvieh fliehen. Das habe ich nicht vor. Kampfsimulator wurde aktualisiert. Alter, wir haben voll kassiert. Wir bräuchten eigentlich eine Heilung jetzt. Aber Aerith ist ja hier, ne? Mach mal einmal bitte für Yuffie. Und zweimal für mich und zweimal für Red. Und dann geht's uns auch schon viel besser. So, aber ich wollte was nachgucken. Wir haben ja was bekommen. Was haben wir gerade bekommen? Jetzt habe ich das vergessen. Oh, ich habe jetzt ernsthaft vergessen, was wir... Achso, nee. Das hier war's. Wir können jetzt eine Überlebensweste herstellen. Das machen wir auch. Und Stirnband können wir jetzt machen. Nee. Achso, nee, jetzt nicht mehr. Naja, ist ja egal. Naja, machen wir erstmal weiter jetzt. Folgen wir Red. Their scent seems to lead straight ahead, but... Oh, that's not good. What? Nothing. Let's continue. Red ahnt Schlimmes. Ist sowieso komisch, dass der Brief nach Parfüm riecht. Wer könnte das... Sag mir nicht, es ist Kyrie. Es ist Kyrie, 100%. Oh, das wäre ja voll bescheuert. Hello there. Different scent. He has nothing to do with the kidnapping. Aw, you must be hungry, huh? Sorry, but this is people food. Whoa, easy there. I can spare a bite. See a guy in a black robe come through? Hmm. Now that you mention it, it was his one hooded fella, with a chocobo carriage headed toward a cave nearby. Though I am a skilled tracker, I have one terrible weakness. What? My appetite. With this overpowering aroma of meat in the air, I don't think I'll be able to focus on the kidnapper's scent. I heard that. Grilled meat is all it takes to throw you off your game? Alles klar. Ja, aber jeder Mensch hat ja sein... Also, Mensch, ne? Ihr wisst, was ich meine. Jeder hat ja seine Schwächen. Jeder Mensch hat eine andere, bestimmte Schwäche, die ihn fertig macht. Cloud, look.
They gotta be close. Time to put the Doctor's light to use. UVA-Taschenlampe. Die UVA-Taschenlampe bringt die Ausdünstungen von Schwarzkutten zum Fluoreszieren. Bewege mit dem Stick die Lampe, um nach Spuren zu suchen und den vermissten Mann zu finden. An Orten, wo die Lampe benutzt werden kann, schaltet sie sich automatisch ein. Okay. Den kann ich also sehen, wo die Schwarzkutten waren. Oh. Alte Mine von Süd Coral, die sind hier reingelaufen. Spiele ich jetzt ein Horror-Game oder was ist jetzt hier los? Oh, die Musik mag ich gar nicht. Wisst ihr warum? Weil mich diese Musik an FF7 Remake erinnert. Und diese Musik hat im Remake im Dings gespielt. Ah, wie heißt das denn nochmal? Ihr wisst, was ich meine. Ich hab vergessen, wie das heißt. Wie heißt denn dieser Ort? Wenn man auf Toilette geht und das runterspült. All das ganze Abwasser ist da. Ich hab einfach vergessen, wie dieser Ort heißt. Das gibt's doch gar nicht. Ich hab einfach vergessen, wie der Ort heißt. Ich fühle mich komplett bescheuert gerade. Da, wo halt all das ganze Dreckswasser landet. Es fällt mir halt echt nicht ein, ne? Das ist unglaublich. Oh, eine Waffe ist hier. Hallo. Der Amethyst-Halsband für Red. Okay, dann zeig mal her damit. Okay, oh, Lunares Tempo. Das war ein Limit Break früher. Lunatic High hieß das. Ein Halsband, in das ein wunderschöner violetter Edelstein eingearbeitet wurde. Verleiht allen Gruppenmitgliedern Haste. Kann nur in der Rächerhaltung verwendet werden. Okay. Lunares Tempo. Das ist interessant. Geben wir uns auf jeden Fall. Ausdauernder Rächer, Wirbelkonter plus. Erhöht die Angriffskraft von Wirbelkonter, ja. Physischer Attacker plus 20, HP Maximum 200. Limitschaden. Physischer Attacke. Ja, damit bin ich zufrieden. Lunares Tempo. Weg mit dem frostigen Gebrüll, davon war ich ja gar kein Fan. Lunares Tempo kommt da rein. Okay. Dann wollen wir mal schauen. Kanalisation! So hieß dieses Dreckswort, genau. Diese Musik, die ihr gerade hört, die hat in FF7 Remake in der Kanalisation gespielt. Und der Ort war einfach nur... Und Kapitel 14 in Remake war auch einfach nur langweilig, weil man dann nochmal in die Kanalisation musste. Und das war einfach sowas von in die Länge gezogen und sowas von langweilig. Well, Sheeran asked us to rescue his patient. He didn't say anything about how we should deal with the kidnapper. You mean... We'll figure it out later. Understood. Stimmt. Ja, aber wie gesagt, Leute, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass Kyrie hinter dieser Sache steckt. Es würde Sinn machen. Weil, dass sie schon mal Geld verlangt, das ist ja auf jeden Fall auch schon mal was. So, jetzt gibt's hier zwei Wege, aber ich weiß nicht, wo ich lang soll. Entweder hier oder den anderen Weg. Aber hier gehen die Fußabdrücke in die entgegengesetzte Richtung. Deswegen weiß ich jetzt erst recht nicht, wo ich hin soll. Achso, warte mal. Ich bin echt lost manchmal, wisst ihr das? Von hier sind wir gekommen. Unglaublich. Ich habe so krass über dieses Wort Kanalisation nachgedacht, dass ich gar nicht gesehen habe, wo ich lang muss. So, wir müssen hier lang. Es tut mir leid. So. Die Fußabdrücke gingen nach rechts weiter. Und hier scheint eine Sackgasse zu sein, oder was ist hier? Deswegen gehen wir erstmal hier lang. Nur haufenweise
Kisten. Mehr nicht. Sonst noch irgendwas? Eine Kiste. Nur eine normale. Mit 2000 Gil. Sehr schön. Wow. Da sind jetzt zwei Chimären. Und da sind wieder Fußabdrücke. Sollte ich nochmal umkehren? Egal, wir kümmern uns erstmal um diese Chimären. Die waren schwach gegen Feuer, ne? Genau. This ends here. Here we go. Was ein Drecksvieh, ey. Meine Güte. Bei dem ganzen Kämpfen habe ich total vergessen, das lunare Tempo auszuprobieren. Aber dafür werden wir bestimmt noch Zeit haben. So. Jetzt gehen diese Fußabdrücke wieder hier weiter. Wahrscheinlich war das einfach nur ein anderer Weg. Vielleicht gehen wir jetzt im Kreis, wenn ich hier lang gehe. Von den Fußabdrücken her könnte das Sinn machen. Ich gucke mal auf die Map. Ja, das war nur ein Kreis. Also wir hätten auch hier lang gehen können. Und der Weg ist viel, viel kürzer. Aber wenn man den längeren Weg geht, findet man ja eine Kiste mit 2000 Gil. Also haben wir eigentlich alles richtig gemacht. So, dann müssen wir jetzt da lang gehen. Ist da noch irgendwas? Nö. Oh, sehr grelles Licht. Gut. Mal sehen, ob wir uns jetzt der ganzen Sache mal langsam nähern. Ich müsste eigentlich den Part auch gleich beenden. Aber ich würde halt schon gerne jetzt noch erfahren, wer jetzt hinter diesem Kidnapping steckt. Also wie gesagt, Kyrie könnte vielleicht Sinn machen, aber das zieht sich ja hier schon ein bisschen in die Länge gerade. Hier sind sehr viele Kisten. Ich will jetzt eigentlich nicht nochmal gegen irgendwelche Gegner kämpfen, da habe ich jetzt gerade gar kein Interesse. Ich will in das Sidequest weiterkommen. Wir bleiben mal gleich erstmal hier oben. Hier sind sehr viele normale Kisten zum Kaputtschlagen. Ich beschwere mich nicht, aber es ist so... Also was soll das bedeuten? Warum kann man hier so viele Items gewinnen? Hat das einen Grund? Da hinten ist auch eine Materia. Was ist denn das für eine Höhle jetzt hier, die wir hier gefunden haben? Erinnert mich ehrlich gesagt auch sehr krass an Jak 3, für die Leute, die das Spiel kennen. Wollte ich eigentlich auch nochmal Let's Playen, aber naja. Wenn man alleine ist, dann macht das nicht so viel Spaß. Hinter uns sind neue Gegner. Die hatten damals einen Enemy-Skill namens Laser. Aber wie gesagt, ich habe gerade kein Interesse zu kämpfen. Ich will hier mehr voranschreiten, aber es sieht danach aus, als müsste ich den Part jetzt hier gleich beenden. Aber wir machen auf jeden Fall hier nochmal die ganzen Kisten auf. Vielleicht komme ich noch irgendwie an die Materie ran. Noch in der heutigen Folge.
Wäre auf jeden Fall wünschenswert. Wo bin ich denn jetzt? Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt schon überall lang gelaufen bin und wo nicht. Ich würde sagen, wir töten erstmal die Gegner hier, die neuen. Die Todesklaue, genau. Erstmal direkt Analyse rein. Wirksam ist gar nichts. Weiche Todesklaue aus, um diese Geißel der Wüste schockanfällig zu machen. Erstmal müssen diese blöden Sandspeier weg. Die stören halt total, ne? Oh, aua. Fast verreckt, Alter. Blöden Mistviecher, ey. Ich dachte, der wäre schon tot. Wo ist das Mistvieh? Boah, was ist denn das für ein nerviger Spast? Meine Fresse, ey. Ich bin schon wieder voll kassiert. Das passiert in letzter Zeit sehr häufig. Aber ich habe hier in der Nähe eine Bank gesehen, wo wir uns ausruhen können. Da sollten wir gleich mal hin. Kann ich hier hoch? Ja, geht. Da ist die Materie. Komm, holen wir uns erstmal die ab. Und dann würde ich sagen, versuchen wir zu diesem Automaten zu gehen, um uns auszuruhen. Und dann beenden wir die Folge. Versiegelung! Das ist endlich diese Materie, die ich die ganze Zeit gesucht habe. Wer hat denn jetzt Widerstand? Du, ne? Toxin. Ist eigentlich auch ganz gut. Widerstand, Toxin. Genau. Weg mit der gestärkten Abwehr. Weg damit, komm. Da packen wir jetzt Dings rein. Wo ist es? Versiegelung. Ermöglicht den Einsatz von aktionshemmender Magie. Ah, eigentlich müsste ich das auch Cloud geben, ne? Egal. Wenn Tifa das hat, ist auch gut. Okay, schön, dass wir das endlich haben. Lieber level ich die Materie, als dass ich diese gestärkte Abwehr da level, die ich sowieso nicht einmal wirklich richtig in einem Kampf benutzt habe. Generell diese gestärkte Abwehr, geschwächte Abwehr, gestärkte Attacke, was auch immer, habe ich nicht wirklich benutzt bisher. Hier ist ein Enterhaken, den ich nutzen kann. Ernsthaft jetzt? Was ist denn das für eine Anlage hier? Oh Mann. Das scheint doch ein bisschen eine größere Höhle zu sein, als ich dachte. Aber warte mal, hier war noch, genau, am anderen Ende ist ein Automat. Lasst uns mal da hingehen, damit ich dort den Part beenden kann. Bitte lass dich nicht vom Gegner... Oh Mann, ich wollte nicht gegen dich kämpfen. Ich habe kein Interesse. Wie kann ich... Ach, Lunares Tempo kostet auch noch 2 ATBs. Alles klar. Hä, wieso kann ich das nicht machen? Ich kann es nicht aktivieren für was auch immer, warum auch immer. Alter, du nervst wirklich. Geh bitte einfach nach Hause. Wieso konnte ich jetzt Lunares Tempo nicht benutzen? Ach, kann nur in der Rächerhaltung benutzt werden. Ich hätte mal lesen sollen. Ja, okay, dann können wir das lunare Tempo erstmal nicht so schnell leveln. Das wird dann wahrscheinlich etwas länger dauern. Aber hey, wir haben ja gerade Red im Team, also passt's. Ich will da hoch. Wie komme ich denn da hoch?
will zu diesem Automaten und abspeichern erstmal. Der Part ist lang genug. Normalerweise hätten wir noch viel mehr Zeit, aber ich habe ja Klavier gespielt und Queen's Blood Matches hatten wir noch heute, deswegen... Wie komme ich auf diese Plattform rauf? Ich muss da hoch, aber ich kann da nicht hoch. Was ist denn das jetzt für ein Schwachsinn, Mann? Ich will einfach nur zum Verkaufsautomaten da oben. Warum ist eigentlich alles immer so ankotzen gegen Ende der Folge? Das gibt's doch gar nicht. Gut, Leute, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Final Fantasy VII Rebirth. Bleibt clean. Until next time. Habt eine wunderschöne Zeit mit eurer Familie und mit euren Freunden. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Keine Ahnung, ich bin gerade voll angepisst. Das nervt mich gerade. Dass ich da einfach nicht... Ich kann hier nicht hoch. Für was auch immer. Warum kannst du da nicht hoch? Willst du mich verarschen oder was? Lächerlich. Bis zum nächsten Mal.